Willkommen zurück, Leute, bei Pokémon Y. Im letzten Part sind wir in den Irrwald gegangen und da werden wir... jetzt rausgehen, weil ich schätze, wir brauchen den Zerschneider, um weiterzukommen. Na toll. Wie jetzt, ich darf nicht... Wie soll ich hier jemals wieder rausfinden? Ernsthaft jetzt? Ach, herrje. Nein, hier geht's nicht raus. What the hell? Hallo Trainerinnen. Hier geht's doch raus. Nein. Als bräuchte ich das. Wow, okay. Keine Ahnung, warum es gerade so geleckt hat. Ich kann es euch nicht sagen. Auf jeden Fall gehen wir jetzt Arena-Leiter kloppen. Hallo, Fraktalia Arena. Das sieht ja schön aus. Du bist wohl der Tetris-Meister. Hallo. Lass mich raten, Eis? Ich habe gegen Eis Mark. Und Chio? War Mark schon immer weiblich? Okay. Mark, Chio? Quajutsu hat eine Gesteinsattacke. Ja, und das war es eigentlich so ziemlich. Mark ist halt ziemlich gut, weil Mark kann mit allem Möglichen angreifen, was er hat, fast. So. Ach so. Okay, ich muss mit der Trainerin hier drüben kämpfen. Tagchen auch. Man nennt mich die Königin der Eisbahn. Nein, das kann nicht sein. Du fährst ja gar nicht Schlittschuh. Du stehst hier nur rum und wartest, bis ein Trainer kommt, Marianne. Sneebel ist ein Eis-Pokémon? Echt jetzt? Das würde ja bedeuten, Kampf wäre da mega super duper mega Nova effektiv. Was macht sie? Hä? Ich verstehe die voll viele Angriffe verstehe ich einfach nicht. Austoss. Sehr geiles Pokémon. Hallo, na? Muschel. Ich bin schneller als ihr, obwohl ich total langsam bin. Stachler. Ich muss jetzt gerade mal ausprobieren, ob das stimmt. Da eben, Stahl ist gar nicht effektiv auf Eis. Aber doch, da ist ein Plus. Ungelogen. Ich muss nochmal probieren. Bei einem reinen Eis-Pokémon. Gibt es überhaupt ein reines Eis-Pokémon? Wo es Eis gibt, kann man auch ausrutschen. Ja. Das mag ja sein. Dump, 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 fail. Tag. Frostig, eisig, klirrend kalt. Erstarre zu Eis. Weißt du was? Nein. Buttogel. Das Viech hat doch nur eine Attacke und entweder sie bringt was Gutes oder was Schlechtes, stimmt's? Und zwar irgendwie Geschenk. Aber meine Flinkklaue wirkt sowieso total immer. Voll cool. Und tschüss, Buttogel, das überlebst du nicht. Wobei ich glaube, dass Buttogel schon eine hohe Verteidigung hat. Aber was weiß ich schon, Mammutel. Wow.
Das ist jetzt schon ein bisschen unfair, oder? So ein Riesenmammutl gegen so ein kleines Schwert? Bäm! Und Tschüsschen. Ich glaube, Mark macht diese Arena im Alleingang, weil wir sind total overpowered und super cool. Jetzt ist es mein Herz, das vor lauter Eiseskälte erstarrt ist. Warum? Ist deine Freundin Gerda? Ich habe eine Vermutung. Nein? Nein? Ja. Dachte ich mir schon. Ich muss jetzt gucken, dass ich irgendwie in die Mitte komme. Nochmal. So komme ich in die Mitte. Yay. Guten Tag, ihr beiden. Ein erfrischend kühles Dessert macht den Kopf frei für einen Kampf. Darum werde ich den jetzt auch ganz cool und lässig gewinnen. So, aha. Mira. Frigometri. Was ist das denn für ein Name? Und vor allen Dingen, was ist das denn für ein Pokémon? What the hell? Das sieht richtig episch aus, aber ich... hab irgendwie Angst davor. Das war nicht nett. Mark, du bist doof. Wow, das hat weh. Gefriertrockner? Aua. Mark, du schaffst das. Ich glaube an dich. Nein, das ist anscheinend nicht Typstahl. Oder ist Typstahl auf Typstahl neutral? Stahl, 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 Stahl. Nee, ist es nicht. Was? Keifel? Das ist das kleine Mini-Mammutl, gell? Ja, genau. Bisaflor. Bisasam ist auch das kleine Mini-Bisaflor. Ist doch logisch. Ich meine... Tschüss, Keifel. Oh, mir hat einer in die Kommentare geschrieben, dass ich zu kindisch bin. Aber ich mag's so zu sein. So, hallo, Rosanna. Rosanna. Mua. Mua. Yeah. Ich bin schneller als du. Oh. Und es bringt mir sogar was. Weil Mark ist awesome. Du hast ja einen komischen Ruf. Irgendwie habe ich auf einmal Lust auf ein leckeres Eis mit Sirup. Sirup ist eine Hexe. Die kannst du doch nicht essen. Hallöchen. Einfach immer cool bleiben, das verleiht einem wahre Power. Okay. Cool bleiben in einer Eisarena. Badum. Tsch. Hallo. Eisbär. Sollen diese komischen Eiszapfen eigentlich einen Bart darstellen? Finde ich nicht sonderlich gelungen, aber was soll's, ich will mich nicht beschweren. Denn ich finde dieses Spiel so awesome, yeah, yeah. Tschüss, Eisbär. Aua. Gelatwino. Das ist das Eis mit zwei Kugeln. Lecker. Ach, wisst ihr was? Ich gehe vor dem Pokémon-Arena-Leiter nicht mehr zurück ins Pokémon-Center. Das schaffe ich auch so. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ah, das Blut brödelt, brödelt, brödelt. Ich würde nur gerne einen... Warum ist Marco verletzt? Oh, du kriegst noch einen. Oh, wir haben keinen mehr. Na toll. Muss ich jetzt wirklich... Oh, das war wirklich dumm.
Nein, das reicht schon. Wir müssen nicht fertig heilen. Das ist schon wunderprima so. So, jetzt pass mal auf. Den gelben wollte ich bewegen. Und zwar, das ist genau prima, perfekt. Nein. Wunderbar. Weil genau so kommen wir zum Arena-Leiter. Hi, Dude. Eis ist, du weißt schon, hart, aber eben auch zerbrechlich. Das ist ein bisschen wie beim Kämpfen. Ob du meine, du weißt schon, meine Defensive durchbrechen kannst, hängt ganz davon ab, mit welchen Pokémon und Attacken du angreifst. Ich habe auf meine S gespuckt. Aber genug geredet, jetzt wird, na, du weißt schon, gekämpft. Wow, der Move war sehr, sehr, boah, nicht so attraktiv. Galanto, du bist eigenartig. Hallo Rexblizer. Boah, das schaut voll böse. Gar nicht so nett wie das Rexblizer mit dem Rexblizer Need. Oh, da fällt mir was ein. Hagelalarm, echt jetzt? Oh, der Hintergrund ist super schön mit diesem Schneewasserfall. Sieht sehr hübsch aus. Muss ich jetzt mal sagen. So, und jetzt haue ich dich. Weil es macht mir Spaß, yeah. Ich würde eigentlich gern gegen den Arena-Leiter mal kurz mit Quajutsu kämpfen, damit wir viel Geld kriegen. Au! Ja, gib mir mal kurz, Luca. Ich meine, Luca kann ja auch mit seiner Gesteinsattacke was machen und ich will einfach Kohle. Eisschollen Monster Geier heißt das jetzt. Wow. Na, das hat ja nicht sonderlich viel gebracht, oder Quajutsu? Was? Es heilt sich durch den Hagel. Wow, okay, nein. Dann tausche ich zurück. Das ist es mir wert. Aber das sehe ich jetzt hier gar nicht ein, dass der sich da mega megamäßig aufpowert und durch den Hagel seine Energie zurückbekommt. Und ich hier dem nichts ausrichten kann. Das ist nicht okay. Jetzt komm ich. Ein Volltreffer. Was macht Fluch denn genau? Initiative sinkt, Angriff steigt, Verteidigung steigt. Das ist extrem uncool, wenn man bedenkt, wie oft er das schon gemacht hat. Und mit extrem uncool meine ich extrem uncool. Ich hätte vielleicht nicht gerade gegen dich auswechseln sollen. Aber kein Problem, ich mache dich trotzdem alle. Yay. Es hat aufgehört zu hageln. Frigometri, again, das hatten wir schon mal. Das ist ein sehr, sehr interessantes Pokémon. Vor allem, ich habe ja so voll mit geometrischen Formen. Alles, was ich mag eigentlich alle Formen, nur gleichseitige Dreiecke mag ich nicht. Gleichschenklich ist okay. Gleichwinklig ist auch okay. Aber gleichseitig, das ist furchtbar. Das, wenn die drei gleich lange Seiten haben, das ist... Nein, das ist kein schönes Dreieck. Naja gut, überhalten wir uns nicht unter Formen. Mein Gott. So, Marco ist awesome. Gut gekämpft, das bringt selbst das kälteste... Du weißt schon, das kälteste Eis zum Schmelzen. Sag mal, hast du ein bisschen Alzheimer?
18.000. Wow. Also dein Team ist der, du weißt schon, der Hit eben. Du kämpfst so voller Kraft und Leidenschaft. Du hast wirklich ganze Arbeit geleistet. Oh, der sieht ja toll aus. Der ist super schön, Mann. Wir haben alle 8 Orden. Wir können jetzt zur Pokémon-Liga. Auf geht's. Tschüss. Ach so, ja. Eisstrahl. Wäre überlegenswert für Angie. 100%. Aber macht der Eisstrahl nicht... Ja, laber mich nicht voll, Mann. Cool. Eisstrahl. Einmal aussetzen. Nein? Wow. Aber Angie ist mein Eis-Pokémon. Ja, jetzt ist die Frage, will ich... Was will ich vergessen? Volltreffergarantie. Ach, dann tun wir den Eisstrahl lieber rein, als das Eis, oder? Glaube ich. Wir könnten jetzt natürlich Marco das auch noch beibringen. Schauen wir mal. Obwohl. Eigentlich bin ich mit der Auswahl, die er hat, eigentlich ziemlich zufrieden. Ja, aufgeben. Soll ich dir was zeigen? Schön, oder? Wir haben den Krabbelorden, den Wallorden, den Rauforden, den Blattorden, den Ampereorden, den Feenorden, den Psi-Orden und den Eisbergorden. Geil, oder? Schön. Das ist ja so cool. Woohoo, yeah. Das ist cool, Mann. Ich habe gewonnen. Toll, oder? Ich will ins Pokémon Center. Nein, war ja klar. Sei gegrüßt, zukünftiger Champ. Wie geht's? Wie steht's? Herausfinden zu wollen, wie stark man wirklich ist, nenne ich ein lobenswertes Bestreben. Für einen Trainer eignet sich die Pokémon-Liga ganz besonders gut als Messlatte. Ja, ich weiß, danke. Och nee. Jetzt, wo du alle, du weißt schon, alle Orden hast, heißt es ab in die Pokémon-Liga. Hör mir zu, Mädchen. Dass du nicht, warte. Ach ja, du weißt schon, Mädchen. Wie weit du es als Trainer bringst, hängt allein davon ab, wie sehr du deinen Pokémon vertraust. Danke für den Tipp. Mann. Was hast du denn, Tommy? Geht's dir wieder gut, ja? Das freut mich für dich. Könntest du mein Pokémon-Team bitte heilen? Danke, das ist nett. Ja, ich komme bestimmt irgendwann mal wieder. Tschüss. Leute, im nächsten Part, ja, was machen wir denn im nächsten Part? Hoppala, das wollte ich nicht. Egal, bleiben wir im Warmen. Im nächsten Part gehen wir in die Siegestraße. Was ist hier unten? Naja. Im nächsten Part gehen wir in die Pokémon-Liga. Auf die Siegestraße. Jetzt schon? What the fuck? Ich bedanke mich fürs Zugucken. Auf Wiedersehen.